Hallo, wir haben jetzt Donnerstag. Heute ist Juris Geburtstag. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Der einzige Unterschied, normalerweise hat Juri immer gutes Wetter. Heute ist dem nicht so. Aber wer weiß, vielleicht habe ich dann Glück, wenn ich Geburtstag habe, dass bei meinem Geburtstag geiles Wetter ist. Auf jeden Fall waren wir heute noch bis mittags in Rotterdam. Wir waren gestern in Amsterdam, das war ziemlich cool. Und in Rotterdam waren wir jetzt noch so lange, weil es eben den ganzen Vormittag geregnet hatte. Und wir, dadurch, dass wir so einen kleinen Camper haben, nicht im Regen irgendwo hinfahren wollten und dann im Regen aufbauen wollten. Deshalb haben wir das ein bisschen abgepasst. Jetzt gerade regnet es nicht. Ja, es nieselt ist, ganz leicht. Genau, aber es ist quasi kein Regen. Sind auf dem Weg zur Farm Hatzenfeld. Da waren wir letztes Jahr schon. Das ist bei Utrecht. Das ist ein wie eine Art kleiner Bauernhof. Ja, es ist ein Bauernhof. Ja, es ist ein Bauernhof. Genau, okay. Es ist ein Bauernhof in der Nähe von Utrecht, die aber ein paar Campingplätze haben, aber wirklich ganz klein und total idyllisch. Und uns hat es letztes Jahr so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wenn wir wieder in die Region fahren, gehen wir unbedingt dorthin, weil die Gastgeber so freundlich waren. Und einfach die ganze Atmosphäre hat uns wahnsinnig beeindruckt. Und genau, da sind wir jetzt auf dem Weg hin. Wir haben nicht reserviert, wir haben nicht angerufen vorher. Sondern wir dachten, es ist jetzt September, hier sind keine Ferien mehr, generell sind fast nirgendwo mehr Ferien. Wir dachten, wir haben vielleicht Glück, weil es so ein bisschen Nebensaison schon fast ist. Genau. Genau, da sind wir jetzt auf dem Weg dahin und werden euch dann... Wir sind gleich da. Genau, wir sind gleich da. Wir haben nämlich jetzt dann auch wieder Hunger. Aber, wir waren in einem richtig geilen Supermarkt. Wir finden das immer mega spannend, weil wir selbst solche Foodies sind, die super gerne in unsere Supermärkte gehen in anderen Ländern und gucken, was es dort so gibt und was es dort so für Produkte sind. Und da gab es heute ziemlich cooles Zeug. Wir haben auch ein bisschen ordentlich eingekauft. Also die Kühlbox ist bis unterm Dach richtig hart gefüllt. Oh yeah. Und es ist gar nicht alles gekühlt, aber kann man ja dann, also alles, was nicht gekühlt werden muss, ist ja auch nicht schlimm. Und das Einzige, was ziemlich schade war, selbst teilweise einzelne Gemüsestücke wie Paprika waren einzeln eingeschweißt und verpackt. Das fand ich ein bisschen schade. Und grundsätzlich gab es zwar richtig viel geil geschnittenes Obst und Gemüse, alles vorbereitet, aber halt alles in Plastik. Und da schlagen bei uns natürlich zwei Herzen. Einerseits der, oh cool, was es hier alles gibt und mega praktisch auch für Camper, dass so viel Gemüse in kleinen Packungen schon vorgeschnitten ist. Richtig mit Rezepten dran und allem drum und dran. Und andererseits eben, dass der ganze Plastikmüll, der dann anfallen wird. Genau, aber jetzt sind wir gleich da und freuen uns sehr. Ja. So, wir stehen jetzt gerade unter unserem Tarp, weil wir wissen, dass es heute Abend noch ziemlich regnen wird und wie ihr seht, es windet auch ganz schön und es hat uns leider vorhin auch eine der Tarpstangen die ist umgefallen, wir haben noch nicht so viel Erfahrung mit dem Tarp. Wir haben keine Ahnung. Und ist leider eine Tarpstammung umgefallen und jetzt haben wir ein kleines Riss im Tarp. Kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe es notdürftig mit Gaffer erstmal geklebt und unser lieber Freund Steffen sagte, normalerweise reißt es nicht weiter. Die Tarps sind wohl so gebaut. Keine Ahnung. Und er kann es reparieren, da freuen wir uns jetzt schon drauf, weil schon sehr ärgerlich, wenn man in so einem teuren 60-Euro-Tarp gleich mal ein Loch drin hat nach der dritten, vierten Benutzung. Keine Ahnung. Naja. Olive? Gern. So, hier ist unser schöner Platz, den wir heute haben. Haben hier das Tarp schön nach unten abgespannt wegen dem Wind. Räder sind auch mit am Start. Und die Uli macht ein schönes Abendessen. Heute gibt es nämlich Lasagne aus dem Omnia. Das Rezept findet ihr im Übrigen auf unserem Blog. Wer das noch nicht wusste.
Und auf YouTube, stimmt, gibt es sogar extra Video zu. Naja, ansonsten, was haben wir heute Abend vor? Wie gesagt, jetzt wird erstmal gekocht hier. Fläschchen Rotwein steht schon bereit. Wir waren vorhin schön einkaufen in diesem Jumbo-Supermarkt, der total cool ist im Übrigen. Können wir hier so ein bisschen rumgehen. Und haben ja alles Mögliche eingekauft. Räder sind am Start für die Ausflüge die nächsten Tage. Was sehr geil ist, hier ist direkt an jedem Stellplatz Wasser und Strom. Sehr, sehr angenehm. Muss man also nicht immer ewig irgendwo hinlatschen. Ja, und ansonsten sieht es halt so aus. Die Uli kann eigentlich auch aufrecht stehen, wenn sie will. Ich tatsächlich auch, zumindest hier an dieser einen Stelle. Aber es geht ja vor allem darum, mal das Fenster aufmachen zu können, ohne dass es immer gleich reinregnet. Ja. Und ein bisschen zu lüften und so. Ja, und ansonsten werden wir uns hier nachher hier gemütlich hinsetzen. Und dann kuscheln wir. Und das Dächlein, wenn es regnet. Da ist im Übrigen der Riss. Den habe ich jetzt mal notdürftig mit Gaffer geklebt. Und ja, ihr seht am Hand von Wind, es greift hier immer schön drunter und das war auch vor unser Problem. Ja, Bettchen ist schon gemacht, iPad hängt zum Film gucken und wie ihr seht, wir haben auch hier echt viel Platz wegen Corona und so. Was ich noch sagen wollte ist, dass uns immer mal Leute kommentiert haben von wegen, ja hier ist ja alles schön, dass ihr zeigt, wie das toll das Campen ist bei schönem Wetter. Das Ding ist, was will man zeigen bei schlechtem Wetter? Ganz ehrlich, wenn es regnet, sitzen wir auch nur drinnen in unserem Bettchen und gucken einen Film oder irgendwas auf Netflix und machen nichts. Weil man kann mit einem Minicamper, das ist halt einfach die traurige Wahrheit, man kann nichts machen. Was wir aber tun, ist vorher immer den Wetter... Regenradar oder den Wetterbericht haben wir extrem im Blick, sehr, sehr oft und stellen uns dann halt immer drauf ein und planen Dinge und gucken, wann sollten wir weg sein und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist es einfach so, wenn es regnet, sitzen wir auch nur in der Hütte und chillen unser Leben. Es ist einfach so. Ja. So, und was hier total cool ist, es gibt hier in diesem Supermarkt frische Lasagneplatten. Das heißt, die sind natürlich ruckizucki fertig, weil die sind weich und quasi schon ja, irgendwie ein bisschen vorgekocht, vermute ich mal. Aber oder halt einfach frisch. Das sagt auch 20 bis 25 Minuten. Also eigentlich dauern sie so genauso lange wie welche. Tatsächlich. Also, das ist krass. Ja. Obwohl die frisch sind, brauchen die angeblich so lange. Das werden wir mal testen. Das werden wir aber sowas. Aber es ist schön hier. Die Feldküche hat wieder geöffnet. Die Feldküche ist eröffnet. Genau, hier ein bisschen Oliven gibt es auch. Das Gläschen Weinwasser am Start. Wein. Alles schick. Ich komme durch die Diele in die Küche. Ahoi zusammen. So, wir haben uns heute nicht wie sonst üblich nach dem Frühstück oder so gemeldet, weil wir waren ein bisschen angepisst. Und beschäftigt. Ja, und angepisst. Warum? Und müde. Ja, warum? Warum? Max, would ja. you like to tell why? Yes, indeed, I would love to. Also, wir sind, also gestern Abend hat es ja schon ein bisschen geregnet und wir wussten, dass es heute Nacht sehr regnen wird und zudem kamen auch krasse Winde. Und wir wissen nicht so richtig, ob wir zu doof waren, einen Tarp aufzuspannen, obwohl wir das, denke ich, sehr gewissenhaft getan haben. In jedem Fall hat es mitten in der Nacht beim ordentlichen Sturm und Regen uns die Sache zusammengehauen und da ist eine Stange umgefallen. Und dann hing eigentlich alles nur noch rum. Es hat gewindet ja. und geregnet. Und man kann es dann halt auch nicht so lassen. Ne? Geht halt nicht. Weil wenn dann die Stange irgendwie durch das Tarp, dann hast du nachher Löcher drin naja. Und so weiter und so fort. Also bin ich dann nachts raus, habe das notdürftig irgendwie schnell abgebaut. Natürlich im Regen. Und ihr wisst, wie es ist, wenn du dann mit nassen Klamotten in so einen Minicamper zurückkommst, dann ist halt, ist so halt sofort alles
angelaufen, beschlagen, na, bleibt dann auch so, es wird halt klamm. War auch gar nicht so kalt. Ätzend. Das heißt, wir wollten dann schon gerne mit offener Tür eigentlich schlafen, weil wozu ist man auf dem Campingplatz? Wir auf jeden Fall dafür eine Dusche zu haben und aber auch mit offener Tür schlafen zu können. Und die Seite, meine Seite konnten wir nicht öffnen, weil da es ja übelst reingeregnet hat. Und Juris Seite ging ja nicht, weil dann das Tarp davor hing. Genau. Also es war dann so halb geöffnet. Durch den Regen hat sich das Tarp dann auch so richtig schön an das Auto angedrückt und die Schiebetür ging nicht mehr auf. Also es war ziemlich ätzend. Und nass und hot und... Genau. Und heute Morgen hatten wir dann überlegt, dass wir das Tarp nochmal aufbauen, damit es trocknet. Und haben jetzt die nächsten Tage voraussichtlich auch keinen Regen mehr, zumindest hier, wo wir jetzt sind, und haben es jetzt abgebaut. Und jetzt mal die Frage an euch, lasst ihr so ein Tarp bei Wind draußen oder nicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, weil wir haben den Eindruck, auch wenn du das gut gesichert das hast, ist nicht dafür sobald da. Der Wind drunter greift, wahrscheinlich ist es bei einer Markise genauso oder noch schlimmer, keine Ahnung. Ja. Also offensichtlich kann man das bei Wind nicht draußen lassen, was ja total dämlich ist, weil so ein Tarp nutzt man ja auch gegen schlechtes Wetter. Und meistens ist ja schlecht Wetter in Verbindung mit Wind. Also Also man muss auch dazu sagen, dass die ganzen Camper mit ihren richtigen Wohnwegen und Wohnmobilen alle ihre Markise gestern nicht draußen hatten und alle eingeklappt waren. Also vielleicht hätten wir da... Wir sind aber tatsächlich auch die einzigen Deutschen hier auf diesem Platz. Und ich glaube, die Niederländer und der eine Brite, der noch da war, die haben vielleicht einfach mehr Erfahrung mit dieser Witterung. Und die haben alle ihre Markisen drin gehabt. Ja. Naja, und somit haben wir quasi heute dann irgendwann gefrühstückt. Jetzt sind wir auch wieder geduscht und sehen wieder normal aus, weil heute Morgen war alles irgendwie eingesaut und nass und eklig und keine Ahnung. Ja, und haben Mittagessen gemacht aus Resten von gestern. Das war aber super lecker. Gab so ein bisschen Nudeln mit Tomate und Pilzen drin und so eine Art Sahnesoße. Keine Ahnung, war sehr gut. Und jetzt haben wir mal die Räder genommen und sind hier in so einem, die nennen das hier Park, aber es ist eigentlich einfach eine Naturlandschaft, ein bisschen unterwegs und bevor es dann nachher einen Nachmittagskaffee gibt. Und vielleicht auch ein Nachmittagsschläfchen nach der kurzen Nacht? Genau. Ich meine, es ist ja auch Urlaub, ne? Wir sind ja hier nicht nur da, um ansonsten Vollgas. Wollten wir eigentlich mal die Drohne steigen lassen, die wir jetzt haben seit ein paar Wochen, aber es ist tatsächlich sehr windig. Mal gucken, ob das was wird, aber wir probieren es jetzt mal. Ja. Genau, also jetzt seid ihr upgedatet. Genau, ansonsten geht es morgen nach Utrecht, Freunde treffen, bisschen Utrecht verbringen. Wir wissen noch nicht, ob wir radeln. Zeit in Utrecht verbringen. Wir wissen noch nicht, ob wir radeln, weil Radeln sind 15 Kilometer. Doch, das und machen wir. Es hat immer schön Gegenwind, aber die Uli sagte, machen das. Na, wir können nicht immer nur machen essen. Machen wir es wahrscheinlich. Wir können nicht immer nur essen, wir müssen uns auch mal ein bisschen bewegen. Außerdem haben wir die Räder mit. Schade eigentlich. Das soll auch genutzt werden. Genau. So, dann probieren wir das dann mit der Drohne. Ja. Ob das erfolgreich war, das seht ihr dann. Thank you.
ultra kleinen Radtour und Drohnen-Shot versuchen. Es war extrem windig, so dass die App die ganze Zeit gewarnt hat, dass man aufpassen soll und so weiter. Deshalb haben wir, weiß ich nicht, nur vielleicht 15 Minuten oder so sind wir geflogen. Und dann sind wir wieder hergekommen und haben uns hier ein bisschen hingechillt, weil es zwar sonnig war, aber ziemlich windig und deshalb extrem kalt. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und jetzt derzeit wäsche ich gerade unsere Wäsche, weil auch das gehört zum Campingleben dazu, dass man, wenn man lange unterwegs ist, auch mal Wäsche unterwegs waschen muss, wenn man nicht so viel Platz hat. Und ja, jetzt chillen wir hier drinnen. Wir machen das wie alle anderen Camper, weil hier sitzt ja auch keiner draußen. Also dachten wir uns, wir sitzen jetzt auch nicht draußen und frieren, sondern wir gehen rein und gucken uns einen Film auf Netflix an. Genau. Pro-Tipp im Übrigen, ich lade die vorher immer runter, die Filme. Also man kann ja verschiedene Filme und Serien runterladen und dann verbraucht man kein Datenvolumen und braucht kein Internet. Das ist im Übrigen der Ausblick von unserem Stellplatz. Da kann man den ganzen Tag zugucken, was sie da so treiben. Morgen geht's mit dem Fahrrad nach Utrecht. Das wird spannender. Ja, aber heute ist mal ein bisschen Chili-Vanilli-Tag. Relaxed. Na dann, gut's Nächtle. Wir hatten heute einen wunderschönen Tag in Utrecht. Wir sind heute Vormittag losgefahren mit dem Fahrrad. Das ist total cool, finden wir, die Fahrräder mitzuhaben. Der Weg war wunderschön, ging mega geil durchs Grün. Und das Tolle ist, hier in Utrecht bzw. in den Niederlanden, dass es super tolle Fahrradwege gibt und wir kein einziges Mal die Straße quasi benutzen mussten, sondern die ganze Zeit auf wirklich tollen Fahrradstraßen, teilweise sogar auch wie eine Art Fahrradautobahn unterwegs waren und wirklich eine schöne, schön gelegen, das Ganze war wirklich schön am Grün vorbei. Wir haben Schafe gesehen und Kühe und ganz schöne Häuser. Und dann waren wir bei einer ganz tollen Pizzeria. Danach haben wir uns mit zwei Bekannten getroffen aus Leipzig. Das ist total lustig. Man sieht sich das ganze Jahr nicht. Und dann fahren wir nach Utrecht und dann machen die zufälligerweise auch hier Urlaub. Das Coole ist, die haben hier mal eine Zeit lang gelebt und haben so ein Erasmus-Studium-Semester gemacht und haben uns dementsprechend heute total cool ein paar Dinge gezeigt, die wir euch auch einblenden. Und zwar waren wir unter anderem in einer, ich glaube sogar der größten Fahrradgarage Europas. Die ist auf 3 Etagen und da ist für bis zu 12.000 Fahrrädern Platz. Die ist richtig mit Anzeigen und es war total spannend, das zu sehen. Wir selbst haben unsere Fahrräder auch in einer kleineren Fahrradgarage geparkt. Das ist eben auch total einfach, diese runterzuklappen und wieder hochzuklappen. Und die stehen dort eben komplett sicher da drin. Das Coole ist, dass die auch nichts kosten. Ich glaube, so 24 Stunden kosten nichts und erst dann kosten die Geld. Und davon gibt es, also zumindest in Utrecht, einige, aber die gibt es auch in anderen Städten. Und es scheint ein staatliches System zu sein, weil irgendjemand muss es natürlich ja auch betreiben. Und es funktioniert ganz hervorragend. Und ansonsten haben wir auch tolle Dinge gesehen. Die Stadt muss sich wohl in den letzten 5 Jahren extrem neu weiterentwickelt haben. Es müssen wohl sehr viele neue Gebäude gebaut worden sein, was man sehr sieht. Was wir total spannend fanden,
dass es in ganz vielen Straßen in den Städten oder in der Stadt mittlerweile gar keine Straße mehr für Autos gibt, sondern es wirklich nur noch Straßen teilweise für Fahrräder oder Busse gibt, die getrennt sind. Was ein wichtiger Schritt ist für eine Stadt, um eben den Verkehr zu mindern und mehr auf Fahrrad zu setzen. Genau, und dann hatten wir heute Abend noch einen super leckeren Salat und werden jetzt den Abend, weil wir auch ein bisschen kaputt sind, nach diesem langen Tag jetzt hier gemütlich in unserem Camper ausklingen lassen und melden uns dann wieder morgen bei euch. Einen schönen guten Morgen oder guten Tag. Ich mach mal so. Guten Morgen. Ein bisschen more personal aus. Es ist zwar schon 13 Uhr und ich bin 3 Jahre jünger geworden. Mindestens. Im Urlaub, wie ihr seht. mir ist heute ein kleines Malheur passiert beim Rasieren. Wir hatten heute ein bisschen Stress heute Morgen. Uli wird gleich erzählen, warum. Und da ist mir mal wieder von meinem OneBlade dieser Aufsatz abgegangen. Da hatte ich so eine Kerbe drin. Es ist die Hölle. Und da bleibt halt nur die Möglichkeit, alles abschneiden. Und Uli meinte, ich sehe jetzt irgendwie wieder aus wie 30. Oder so ähnlich. Ja. Genau, ansonsten kann die Uli ja mal erzählen, was heute hier abging und warum wir jetzt erst uns wieder zeigen, wo wir schon im Auto sitzen. Ja, und zwar sind wir heute Morgen ganz normal aufgestanden, haben dann unsere Sachen gepackt. Okay, haben unsere Sachen gepackt und alles zusammengeräumt und vielleicht kennt ihr das, aber wenn man ein paar Tage auf dem Campingplatz steht, dann ist man ja doch relativ eingerichtet und dann braucht man etwas, um alles wieder ordnungsgemäß zu verräumen. Und dann waren wir natürlich noch duschen und haben bezahlt und es ist wirklich total spannend und krass, wie günstig oder günstig in Anführungsstrichen dieser Campingplatz ist. Denn beim letzten Mal waren wir schon begeistert und diesmal eben genauso. Wir haben jetzt für 3 Nächte und hauseigenes Fleisch aus von den Kühen von Bauer Piet und Marianne. Insgesamt für 3 Nächte mit Strom und Duschen und allem drum und dran 71 Euro bezahlt. Finde ich mega fair. Mit zusätzlich noch Steaks jetzt und Burger Patties, die eingefroren sind und eingeschweißt. Total gut. Also wir sind begeistert mal wieder und wir werden da definitiv auch wieder hinfahren. Genau, und jetzt sind wir auf dem Weg nach Deutschland. Wir waren jetzt fast eine ganze, also heute ist Sonntag, wir waren jetzt fast eine ganze Woche in Holland unterwegs und wir fahren jetzt Richtung Deutschland und haben jetzt eine Route, die ein Stück durch Belgien geht. Da habe ich jetzt schnell noch gegoogelt, weil Belgien ja auch immer ein bisschen Sonderregelungen hat. Und so wie es aber aussieht, ist es kein Problem, als Transitland das zu nutzen und da einfach durchzufahren, wenn man aus den Niederlanden kommt. Weil das wäre natürlich doof, wenn wir dann irgendwie dort hängen bleiben oder irgendwas sind, weil wir wollen ja wirklich einfach nur schnell durch, um dann eben in die Eifel zu kommen. Hast du noch was hinzuzufügen? Naja, also es war schön in Holland auf jeden Fall, was echt genervt hat, dass es nachts immer geregnet hat. Ich meine, nachts ist besser als tagsüber, aber wenn halt dann am nächsten Morgen das ganze Auto beschlagen ist und die Suppe wieder die Scheiben runterläuft und keine Ahnung, ich finde es schon immer ein bisschen nervig. Ich weiß, es ist bei einem anderen Camper auch nicht anders, also ob man jetzt einen VW-Bus hat oder ein Kastenwagen, dieses Beschlagthema, das hat man halt irgendwie immer. Und da gibt es ja auch ein paar Mittelchen und Tricks, die kennen wir auch alle. Aber wenn es halt die ganze Nacht durchregnet und die Fenster einfach ein bisschen offen hast und da drin halt zu zweit liegst und ja nichts wieder wirklich trocken werden kann. Und es ist eigentlich auch zu warm, um die ganze Nacht die Standheizung durchlaufen zu lassen. Das ist halt so ein Mittelding, was dann manchmal ein bisschen nervt, aber. Obwohl ich sagen muss, letzte Nacht war es relativ kalt, fand ich. Wir haben da diesen kleinen Heizlüfter schon sehr viel in der Nacht durchlaufen lassen, weil ich wirklich gefroren habe tatsächlich. Und ich mir nicht sicher war, ob der es nicht noch schlimmer gemacht hat, weil der logischerweise ja nur die Luft, die drin ist, Ja. umwälzt und nicht wie unsere Standheizung von draußen frische Ja. Luft ansaugt. Aber auf dem Campingplatz die Benzinstandheizung, das ist halt schon irgendwie assi. Also mit den Abgasen und für die anderen. Also ich mache das nicht und ich fände es auch nicht cool, wenn das einer neben mir macht. Genau. Naja, muss man halt heute Morgen ein bisschen Wischiwischi machen, gell? So ist jetzt erstmal der Stand der Dinge und ja, dann zeigen wir euch nachher, wo wir landen.
So, das war's mit dem Teil aus Holland, aus den Niederlanden. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Vielleicht habt ihr ein paar Eindrücke gewinnen können und Lust, auch mal eventuell nächstes Jahr nach Holland zu reisen. Wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir finden es immer extrem entspannt hier. Die Menschen sind super nett. Die Preise sind, finde ich, voll in Ordnung, je nachdem, wo man hingeht. Außer für Benzin. Außer für Benzin. Oh my goodness. Also Benzin bitte immer in Deutschland vorher volltanken. Das ist ein kleiner Pro-Tipp von uns. Genau. Und ansonsten geht es dann weiter mit der Eifel und der Mosel. Hui hui. Hui hui. Thank you well. Vielen Dank fürs Zuschauen, abonniert gerne den Kanal, lasst eine Bewertung da und wie ihr den Blog unterstützen könnt, lest ihr auf www.travelcaddy.de.